Sündflut, Endzeit, weltlicher Aufstieg. Wie zur Zeit der Sündflut, so wird es auch kurz vor dem Ende sein. Die Menschen werden allen weltlichen Genüssen zugetan sein, ihren körperlichen Begierden und Lastern frönen, sie werden einen sittenlosen und unmoralischen Lebenswandel führen und keinen Gedanken nach oben wenden, dem einen zu, der Herr ist über Himmel und Erde. Denn sie werden keinen Glauben mehr haben. Ein geistiger Tiefstand wird sein, wie er noch nie erreicht worden ist, seit Anfang dieser Entwicklungsperiode. Höhnend und lästernd werden sie den wenigen Gläubigen gegenüberstehen, sie anfeinden und verfolgen und ihnen alles versagen, was diese zum Lebensunterhalt benötigen. Sie selbst aber werden schwelgen und prassen, leben und lieben, aber ihre Liebe wird eine verkehrte, ihr Lebenswandel ein falscher sein, denn es sind Teufelsdiener, die in der letzten Zeit die Erde bevölkern. Und die Auflösung der Erde wird nur einem Zustand ein Ende bereiten, der keine Aufwärtsentwicklung der Menschen mehr zulässt. Es ist eine Zeit der Sündhaftigkeit, wie sie schlimmer nicht mehr gedacht werden kann. Gott wird völlig verdrängt werden, und die an ihn glauben, denen wird man nach dem Leben trachten. Und diese Zeit wird Gott selbst beendigen. Und es wird der letzte Tag kommen, plötzlich und unerwartet, mitten im Freudentaumel der Welt, in dem die Menschen in der letzten Zeit ständig leben. Darum wird ein scheinbarer Aufstieg zuvor zu erkennen sein. Es wird den Menschen weltlich alles geboten werden, das Verlangen nach der Welt wird überstark sein. Und skrupellos wird ein jeder sich selbst gewähren, wonach seine Sinne verlangen. Es wird ein Kampf sein des Starken gegen das Schwache. Und Sieger wird sein, der bar jeder Liebe sich aneignet, was ihm nicht zukommt, weil er den Satan selbst zum Gönner hat, der ihn materiell begünstigt und ihn zum erhöhten Lebensgenuss antreibt. Die Sünde wird überhand nehmen und das Gericht hereinbrechen, wenn keiner es ahnet. Denn die Menschen müssen von der Erde vertilgt werden, so sie auf dieser Stufe der Entwicklung angelangt sind, weil sie dann wahre Teufelsdiener geworden sind und Gott völlig ableugnen. Und dann kommt die Stunde der Verantwortung für alle Sünder. Es kommt der Tag der Gerechtigkeit Gottes. Es kommt der Tag des Gerichtes für alle, die dem Gegner Gottes angehören. Und der Tag der Entlohnung für die wenigen Gottgetreuen, die standhalten und den Versuchungen der Welt nicht zum Opfer gefallen sind, wie es verkündet ist durch Wort und Schrift. Es nimmt eine Erlösungsperiode ihr Ende, weil die Menschheit reif ist zum Untergang. Amen.